Norman, 1-0 Heimsieg gegen MSV Duisburg. Fulminanter Auftakt, glaube ich, in der ersten 25 Minuten. Er hat Chancen ohne Ende. Dann macht man vielleicht das eine Tor nicht, dann wird es schwer, oder? Ja, hat man gesehen. Also klar, wie du es gesagt hast mit den Chancen. Wir hatten gute Chancen, ich hatte auch eine gute Chance. Und glaube ich, Vogi hat noch eine super Chance, wo wir in Führung gehen können. Ein, zwei Situationen, wo es jetzt nicht so klar war, aber gefährlich war. Ja, und dann sind wir ein bisschen zurückgewichen. Aus keinem erklärlichen Grund, sage ich jetzt mal. Und ja, bis zur Halbzeit war es dann okay, das 0-0. Dann kam zweiten Halbzeit Tim Skarge. Wie sehr habt ihr euch für ihn gefreut, dass er den Ball so satt trifft? Ja, wir freuen uns für jeden. Aber klar, wenn der Blinky dann natürlich reinkommt und das Ding so reinmacht, ist natürlich sensationell für uns. Er hilft uns ungemein mit dem Tor, mit dem Sieg. Und aber auch für ihn ist es natürlich ein sensationelles Erlebnis. Jetzt geht's nächste Woche am Sonntag nach Braunschweig. Wie sehr freust du dich drauf? Ja, schon. Es kribbelt schon jetzt, also muss ich ehrlich sagen. Und es werden auch viele, viele Verwandte, viele Freunde kommen. Und ja, freue mich schon sehr. Matze, 1-0 Heimsieg gegen Duisburg. Deine Stimme zum Spiel? Ja, glücklicher Sieg. War ein hart umkämpftes Spiel. Am Ende, glaube ich, verdient gewonnen. Wir haben gut begonnen, sind gut ins Spiel gekommen. Und ich glaube, mit der größten Chance ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen, haben die ein bisschen Druck gemacht. Aber wie man sieht in der zweiten Liga, es wird einem nichts geschenkt gegen Tabellenletzten. So ein knapper Sieg, aber im Endeffekt zählt nur der Sieg und wir sind glücklich dazu gekommen. Robert, 1-0 Heimsieg gegen MSV Duisburg. Auf dem Papier, wenn man die Tabelle anguckt, hat wahrscheinlich jeder ein klares Spiel erwartet, aber dass Duisburg kicken kann, hat man gesehen. Also auch im letzten Spiel gegen Paderborn zu Hause. Jetzt habt ihr in der ersten Halbzeit unheimlich viele Chancen, in den ersten 20, 25 Minuten viele Chancen gehabt, das Tor nicht gemacht, dann wird es schwer, oder? Natürlich. Also rein vom Papier ist es natürlich leichter, weil Duisburg am letzten Tabellenplatz steht, aber man sieht, dass in der zweiten Liga jeder gegen jeden gewinnen kann. Und die Duisburger hatten auch die Chance auf die Führung durch Dennis Grote und da sind wir uns gerettet. Und ja, aber das ist jetzt das dritte Mal nach Düsseldorf und 60, wo wir in der letzten Viertelstunde das 1-0 machen und es sind 9 Punkte anstatt 3. Das freut uns natürlich. Wie sehr hat euch so in den letzten 20 Minuten das Publikum dann noch getragen, das doch noch das eine Ding zu machen? Ja, gefühlt haben sie den Ball noch ein bisschen mit angeschoben. Also das war echt spitze und irgendwann musste halt einfach mal einer reingehen. Wir hatten Chance und ich hätte den ersten schon querlegen können auf dem Blinky und hat mich sehr geärgert. Zum Glück konnte ich es nachher noch besser machen und dann haben wir wieder 1-0 gewonnen. Marc, hart umkämpftes 1-0, glaube ich, wenn man es dann im gesamten Spiel betrachtet. Die Anfangsphase hat eindeutig euch gehört. Dann habt ihr euch ein bisschen schwer getan. Wie hast du es gesehen? Ja, also es ist ja wahrscheinlich wieder so, für uns war ganz klar, dass es eine schwere Aufgabe wird. Duisburg, glaube ich, die haben schon auch die Mentalität, um wirklich einen großen Kampf liefern zu können. Aber wenn du gegen Tabellenletzten spielst, dann ist es in den Köpfen bei den Zuschauern oft schon drin, das Spiel, das gewinnst du. Und ja, und genau das haben wir versucht, nicht an uns rankommen zu lassen. Und das ist uns auch gelungen von Anfang an. Wir haben es geschafft, glaube ich, wirklich richtig großen Druck aufzubauen. Wir müssen eigentlich in der ersten Halbzeit 1, 2, vielleicht 3 Tore machen. Dann ist das Spiel vielleicht schon entschieden. Aber ja, manchmal ist es so, dann will das Ding nicht rein. Und dann hast du ein bisschen Probleme nach der Pause, wo du vielleicht auch dann Glück hast, auch wo der Zimbo zweimal richtig gut hebt. Und ja, trotzdem haben wir da auch wieder die Chance, um vielleicht dann wieder die Führungstreffer zu erzielen. Und ja, dann war es natürlich bei so einem Spiel eine Riesensache, dass der Tim das Ding natürlich so trifft und dass er so reinfährt. Und ja, da hat man dann den emotionenfreien Lauf. Und ja, freut mich für den Jungen unheimlich, dass er es einfach sich belohnt hat für wirklich eine gute Leistung, auch gute Trainingsleistungen. Und ja, das war heute wichtig für die 3 Punkte. Und jetzt sind wir glücklich und er vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, erst einmal Gratulation an Heidenheim für den Sieg. Ja, ich denke, die ersten 25 Minuten haben wir nicht so agiert, wie wir das eigentlich abgesprochen haben. Aber danach sind wir dann gut ins Spiel gekommen. Denke ich, haben wir dann bis zur Halbzeitpause war das Ganze ausgeglichen. Zweite Halbzeit haben wir dann versucht, auch Druck zu machen. Ist uns dann gelungen. Aber leider haben wir dann ein Gegentor bekommen, der eigentlich so gar nicht geht. Ja, wie man da so schlecht stehen kann bei einem Einwurf, ist mir jetzt noch rätselhaft. Aber sonst, ja, ist es einfach ein bisschen bitter, weil hier hätte man sicherlich einen Punkt mitnehmen können. Danke. Tino hat es gesagt, die ersten 20, 25 Minuten werden es heute einfacher haben können, wenn wir aus diesen 2, 3 richtig guten Chancen Kapital draus ziehen, indem wir in Führung gehen.
Ich denke, wir wären der Phase auch verdient gewesen. Da wir wollten auch dominant auftreten, wir wollten früh pressen, wir wollten Duisburg nicht ins Spiel kommen lassen. Das ist uns gelungen, aber leider war es so, dass wir ein, zwei gute Chancen nicht genutzt haben. Bei zwei Eckbällen, denke ich mal, kommt einmal Norman Teuerkauf nicht richtig zum Kopfball, 5 Meter vom Tor. Der zweite Kopfball danach wird auf der Linie geklärt von dem Feldspieler. Und ja, wie es der Chino gesagt hat, so nach 25 Minuten war es dann ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten nicht mehr so unsere Offensivaktionen. Der Gegner natürlich immer gefährlich mit den variablen Offensivkräften. Zur Halbzeit haben wir gesagt, wir müssen da anknüpfen, was wir die ersten 20 Minuten gemacht haben. Einfachen Fußball spielen, versuchen das Spiel in die Breite zu ziehen, mit Tempo über außen zu kommen. Ist uns nicht gelungen in der ersten Phase, haben dann auch noch Fehler gemacht, unnötig. Die 57. Minute, denke ich, kann auch Duisburg in Führung gehen, als der Ronny Philipp den Ball leichtfertig vertändelt und Grote vor Zimmermann steht, der aber sensationell pariert. Aber was dann passiert, muss ich sagen, das ist einfach großartig. Diese Mentalität, dieser Glaube, auch in so einem Spiel, das auf einmal ausgeglichen ist, wo man Chancen vergeben hat, trotzdem den Kopf oben zu haben, breite Brust und versuchen, kämpferisch den Druck auszuüben und dann doch noch die 3 Punkte mitzunehmen. Und deswegen Hut ab, dass wir da nie aufstecken, dass wir versuchen, auch wenn es spielerisch nicht gelingt, weiter unsere Chance zu suchen. Und klar, Tim Skarge macht das Tor. Stück weit Fußballmärchen, aber hat er sich verdient, weil er die letzten Wochen enorme Entwicklung genommen hat, gut trainiert, aber auch gerade im letzten Spiel gegen Vaduz an 3 Toren beteiligt war, hat es fortgeführt und deswegen hat er die Mannschaft belohnt für zumindest großen Kampf, auch wenn spielerisch gegen eine sehr defensiv gut organisierte Mannschaft zu Torchancen zu kommen. Also nochmal, ich ziehe heute den Hut vor meiner Mannschaft, weil sie sich hat nicht beirren lassen, auch in der Phase, wo es eben spielerisch nicht mehr so gelaufen ist. Und deswegen denke ich, unterm Strich, denke ich, haben wir das Spiel auch nicht unverdient gewonnen. Dankeschön.